Sag mal, Herzchen, ist noch Sprudel da? Ja, wie immer. Unterm Tisch. Die Flasche ist leer. Na, dann musst du mal in den Keller gehen. Ein Abend zu zweit, im matten Schein des Lichts. Die Zeitung lesen kann er, doch zu sagen hat er nichts. Was soll man von einer Frau, die man jahrelang kennt, denn schon verlangen? Ich wär ja viel lieber ins Kino gegangen. Ein Abend zu zweit. Er hat mich kaum erblickt. Sie weiß nicht, dass ich da bin. Sie weiß nur, dass sie strickt. Und wenn ich etwas sage, tut es mir hinterher sicherlich leid. Ein Abend zu zweit. Ein Abend zu zweit. Ein Abend zu zweit. In trauter Liturgie. So strickt sie schon seit Jahren, aber fertig wird es nie. Erst freut man sich, dass man Zeit hat, aber was macht man dann mit der Zeit? Ein Abend zu zweit. Ein Abend zu zweit. Sag mal, muss der Fernseher eigentlich die ganze Zeit laufen? Ja. Ist doch seit 3 Stunden nur Mist gekommen. Na und? Wenn wir jetzt ausschalten, kommt vielleicht was. Essen wir vielleicht bald? Ist doch noch viel zu früh. Wir müssen auch nicht jeden Tag um die gleiche Stunde essen. Hast du denn schon Hunger? Nein. Ich habe auch noch keinen Hunger. Dann warten wir eben noch. Wieder nur Mist im Fernsehen. Hast du denn schon Sprudelwasser geholt? Hab keinen Durst. Ein Abend zu zweit, man nennt uns Frau und Mann. Vielleicht, wenn ich mich konzentriere, ruft uns jemand an. Man hat den ältesten Schlafrock an und das warme, zerrissene Kleid. Ein Abend zu zweit. Ein Abend zu zweit.